Hallo und herzlich willkommen hier, ist die zweite Folge hier auf der Karte in Thüringen, also Tag 1. Ja, gestern war Tag zu Ende und irgendwer noch reinbekommen. Hat dann auch gleich geklappt, erstaunlicherweise. Jetzt schauen wir mal kurz nach, was für gestern für Einnahmen hatten. BGH hatten wir heute Nacht gehabt, 219.000 Einnahmen von Mist und Gülle alleine. Und diese hier, Outdrive kostet Geld. Weil aktuell fährt er gerade den Mist wieder hin. Ich musste das Förderband ein bisschen Tierkosten. Ja, das ist okay. Und Gebäude und Tierkosten. Das ist ein Lager, glaube ich, und so. Allein brauchen wir uns nichts. Ja, dann mal kurz gucken, was aussieht. Fütterungstechnisch, ne? So, also hier. Es war eine Pumpe, aber wir werden trotzdem mal ganz kurz Wasser aufdrehen. Dann Hof, da machen wir sauber und füttern. Wo die Gras haben, ne? Also kurz mal Wasser geben. Ne, Pumpe ist ja hier, also in dem Falle. Ich glaube, die läuft doch, die kleine. So, die Pumpe läuft. Dann gehen wir kurz rüber zum anderen Stall. Das sprengen wir. Und dann wollen wir schauen, ob das reif ist. Hof da nicht. Hof 1. Dann suchen wir die Tiere und. War eine Kuh unter mir gewesen. Tut mir leid. So, gleich mal Wasser geben. Gras haben die hier massig hier, ne? Aber sie kriegen ihr Futter. So, Elektrozaun. Denn Wasser ist ganz wichtig. Aber hier ist Pumpe. Von dem Falle wäre im Notfall gesorgt. Gut, ich habe bisher noch nicht vergessen, zu Wasser zu gehen, aber man weiß ja nie, ne? Wenn man Erntestress ist zum Beispiel, dann müssen wir ganz schnell. So, hier ganz kurz einsteigen. Wir rückwärts fahren. Das war so lange, bis so weit, bis wir den auf dem Dreckbereich rauskommen. Das muss ich vorher noch wegputzen, bevor wir füttern uns. Ja gut, das wäre egal. Das wäre grundegal. So. Hier war auch ein bisschen Milch. Weil anfangs hatte ich ja mit Umzug hier auch ein paar Kühe hergebracht. Über CFG stand. Sonst hätte ich hier den Kühe jetzt nicht so weit gehabt, dass ich Denn neue Kühe brauchen ja einen Schnitt. Normalerweise ein Dreivierteljahr bis das erste Mal wieder Tiet. Ich glaube, Dreivierteljahr glaube ich. Das braucht nicht lange. Und nicht bei jeder Kuh ist nämlich gleich sofort schwanger, ne? Da ist ja hier ein Mensch, was klappt das irgendwie, ne? Und deswegen, bis da Milch gibt, das dauert schon lange. Da sollte man sich im Klaren sein, wenn man das geht mal leicht kühlen als fressen, ne? Dann ist er nicht weg. Können wir ausmachen. Wieder zurückfahren. Wir fahren deswegen raus, falls ihr mal einen LKW rausfahren will, also da gleiche Platz habe. Wenn ihr mal Zeit habt, werde ich hier mal Milch holen. Zeit haben wir nie. So, rein. Füttern, ne? Hier ist keine Fütterungsanlage. Ich habe es probiert mit Bauen. Hab da irgendwie keinen Platz gefunden. Naja, gut, bei den 30 Tieren, das sollte ja uns nicht so schwierig sein, hier mit Futter zu gehen für 2 Tage. Ist hier 3%. Das reicht für eine Weile aus. So, Wasser haben sie gekriegt. Jetzt die andere der automatisch. Kühe erledigt. Schweine und Schafe habe ich noch nicht. Schafe möchte ich mal gucken, ob hier reif ist. Ja.
Ne, ist ein Wachstum. Jetzt haben wir aktuell den 9. Na, wir haben 9 Tage. Muss ich hier mal gucken, Menü nochmal. Im Wachstum. Naja gut, das ist jetzt blöd. Plan C, was machen wir jetzt? Das ist schon sehr reif. Das müsste jetzt eigentlich bald reif werden. Also Drescherflotte klar machen. Könnte man machen, ne? Dauert bestimmt noch morgen. Das ist übrigens Luzerne. Ich musste erst gucken. Kannte ich so noch nicht. Also kannst du noch ein Feld mal gesehen, aber das war nicht so häufig. So, gucken mal. Also, wenn wir dreschen wollen, und das wollen wir eigentlich, dann müssten wir jetzt die 3 Maschinen klar machen. Ne? Die großen Felder brauchen wir in meinen kleinen großen, mit alle 3 oder mindestens 2. Fangen wir mit dem gelben an. Gelb. Kann man nicht sehen, ja, gelb was gewesen. Im Grunde passen die überall ran, aber ich hab's ja ganz gerne. Dann müsste noch repariert werden. Eigentlich gewaschen. Aber das ist jetzt Quatsch, ne? Also ich muss den anhängen, also anbauen vorne, ausklappen. Und dann sollte hier mal ein Regal hin. Sollte. So. So können wir ja nicht fahren. In dem Fall werden wir jetzt immer auf X drücken und die Räder rausklappen lassen. Im Original können die das. Also normalerweise macht er das so nicht. Gut, hätte ich vorher V drücken können, dann runter geht. Okay. Also Reparatur. Reparatur am Hof 3. Das wäre ja Blödsinn. Da müsste ich mal gucken, ob ich hier das irgendwo hinbauen könnte. Ja, mal schauen mal. Mit D. Reparaturstation. Oh. Mal gucken, wo es ist. Diverses. Biowalzkraftwerk, Palettsverkauf. Ah, da könnte man ja ein Matchmap machen, ne? Theoretisch. So. Hühnerhändler. Ja, brauchen wir nicht. So. Okay, hier. Hier ist er doch. Das müsste irgendwo hin, wo es nicht stört. Naja, gut, wo könnte das stören? Nicht stören, ne? Kann hier nicht platziert werden. Das muss ja theoretisch, ja gut, das kann ja hier in der Straße stehen, ne? Wenn es passen würde. Wahrscheinlich zu eng. Da wird es gehen. Da. Frage ist nur mit dem dusseligen Stromkasten. Stromkasten ist da, dann muss drehen. Weil in der Stromkasten mit einem Weg ist ungünstig. Oder auch schlecht wäre, wenn wir alle zu. Hier wäre ganz gut, ne? Da nicht, da auch nicht. Hier an der Straße. Ein Schweinestall ist auch ungünstig. Hier oben irgendwo, da könnte man auch ganz gut machen, ne? Ja, drehen wir ein bisschen. Naja, andersrum. Dass wir den Stromkasten nicht gerade mitten im Dings haben. Da setzen wir es hin. Dann können wir gleich reparieren. Beide ist nämlich A kaputt. Und das wäre ja ungünstig, wenn wir losdüsen wären. Und bei dem prozentualen Defekt, kann man sagen, ist das, ja, tanken müssten wir auch noch, ne? Müssten wir Benzin holen. Mit anderen
irgendwie. Also wir finden immer wieder Arbeit, muss ich feststellen. Hier ist ein bisschen eng. Aber kriegen wir hin. Oh, links oder rechts? Ah, das passt. Okay, dann ist noch mal richtig gemacht. Tankstelle. Hier war auch ein Tankstelle gewesen, glaube ich. Wenn wir ganz kurz rüberspringen. Zum LKW. Einsteigen. Der hat Pflanzenschutz. Das ist nicht so prickelnd, ne? Und wie werden wir den zweiten LKW nehmen? Mal gucken, dass wir zur Tankstelle fahren. Das dauert ja auch eine Weile, bis der voll ist. Und dann mal Benzin kaufen, ne? Oder Diesel. In dem Fall Diesel. Wir brauchen ja unsere Fahrzeuge Diesel. Hauptsache macht keine Schwierigkeiten. Das ist schon leer, wir sind an Eier reden. Ja, mal schauen. Wenn ich anders mit leichten LKW tauschen und dann weg. Ja, die Ente vorbereitet, das ist Sammel Frühling, das ist eigentlich, wir haben ja früher ausgesehen, ne? Ja, zweiten Tag ungefähr im Sommer. Bei 9 Tagen ist das eher mit dem 4. Tag. Muss ich aufpassen, schnell fahren. Wir fahren ja 110 km/h, das ist ganz schnell. Die Landstraße hier. Die ist so leicht wellig, wenn man da gerade eine Welle erwischt, macht man ganz schnell mal einen leichten Flieger und dann kann passieren, dass wir bei der Kurve dann nicht da ankommen, wo wir ankommen wollen. Also blickt er raus und nach links. Ja, blickt wir jetzt nicht, aber der E-Verkehr ist ja aus, wir sind hier ziemlich schnell unterwegs. Das kann schon mal schnell schief gehen. Hatte ich mir mal einmal auch recht groß eingefahren und dann, ja, war dann schnell vorbei. Ein Pkw eingefahren, ist einer, dann zweiter, dritter. Ja, das ist ja zu mühsam und habe ich eigentlich irgendwo mal ausgemacht. Dann war ich sauer auf diese Autos. Und dann wird die irgendwie angemacht. Weil der KI-Verkehr halt auch nicht die fahrenstufige Strecke und dann ist es egal, ob du vom Kopf nicht kommst. Ne? Der Kettler kommt ein bisschen anders, da fahren die im Prinzip die Weichen aus. Würde ich auch machen, wenn ein großer kommt, ne? Also Trescher, da wird man auch irgendwo rechts ranfahren, ne? Ist eh eng genug auf der Straße. So. Die Bremse. Der Luftdruck. Und da bremsen sie ja mit Luft. Alle, keine Ahnung. Der ist ein so, Tankstelle. Du bist hier rüber gefahren. Der war ja auch entsprechend, der konnte ja auch aufnehmen, ne? Also er. Gut. Das war jetzt der LKW, der war ja eben voll. Diesel. Mal. Der macht ja erstmal eine Weile. Ja, das ist typisch. Der gerade so im Autofahrer steht, wenn er steht. Gut, wir haben ja Mist und deswegen haben wir auch keine Gülle mehr. Deswegen werden wir gleich mal den mit Gülle auch hochfahren. Und der Hof 1 ist noch Gülle. Da ist ja nur Gülle. Da wollte ich eigentlich mal bei Gelegenheit einen kleinen fahren lassen, der einfach die Spurstrecke abfährt, so wie wir Mist. Den Mähfahrer müssen wir ja hochschicken, da ist wieder normalerweise fällig. Gerade aber Zeit, das machen wir noch. Das wäre immer schwer zu entscheiden. Machst du eine kurze Folge, ist blöd, sieht doof aus. Machst du eine lange Folge, schauen zu wenige, ist der Algorithmus im Arsch.
Deutsch, ne? Das ist ja nicht mehr für alle interessant, das ist ja... Wir fahren mal so. Der fährt ja durch den Dings durch, ne? Und hier werden wir ganz kurz... Also BGH hat gut Geld verdient mit Mist und mit Kohle, das ist nicht schlecht. Wir müssen den anderen dürfen zuvorkommen. Ja, da fährt nämlich nicht was ran. Dass wir hier auch nochmal schnell unser Zeug loswerden. Das hat der Kollege im Rückwärtsfahren gelöst. So, hier kippt mit ab. Checken wir gleich mal Richtung Hof, fahren wir Hof 3, 1, machen den eine Auffolge. Das dauert mal eine Weile, aber die halbe Ladung können wir nicht erwarten. Dann können wir hier ein bisschen gucken, wie der andere das macht und den Mist abkippt. Ne? Irgendwann machen wir mein Loch im Tank rein. Der Mistfahrer ist leer und die ist nicht leer. Aufschluss 10.000. Na gut, sehen wir später mal. Also auch der Fahrt immer losfahren, nehmen wir an. So, da nicht, auch nicht. Dauert zu lange, zu viele Fahrzeuge. Die habe ich schlecht geflügt. Ja, zurücksetzen ist Quatsch. Das reicht. Ich muss wieder rumkommen. Das habe ich geahnt. Also fährt sich schlecht. Gut, dann tauschen wir ihn aus und verkaufen wir gleich. Habe ich geahnt, dass er sich nicht lenken lässt und dann gleich mal kaufen. Den fahren wir jetzt zum Händler und dann verkaufen wir das. Wir kaufen diesen anderen, diesen Allradantrieb, der funktioniert. Macht nichts. Ist halt so. Okay. So. Aber den richtigen Verkauf müssen wir hinfahren und dann entsprechend einen Punkt anfahren. Ne? Sonst weiß ich noch einen zweiten, davon. Da kann es sein, dass wir ja farblich nicht unterscheiden. Beim Verkauf, das Menü. Deswegen ist es ganz gut. Hier kann man die Spiegel sehen. Ne? Hier klappt man sogar mit Spiegel. Hier mal ein dickes Lob, der Spiegel echt gelingt, hat klappt. Kann man die Straße erkennen. Bei vielen sieht man ja nur die Straße im unteren Bereich. Das ist ja ungünstig. Polnische Power. Ich sehe gerade, ist eine abgelaufene Zeit. Ja. Überlänge ist nicht gut für mich dauern. Also Rhythmus ist ja ungünstig. Wird weniger vorgeschlagen, weniger Klickrate. Und weniger neue Zuschauer. Ist halt so. Ne? So, dann war's. Tschüss und ciao, ciao. Nochmal ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschauen. Für fleißig ein Like. Ne? Alles besonders. Dickes Dank dafür, wer es macht, wer daran denkt, wer es mal vergessen hat. Ja, gut, ist auch nicht tragisch. Ist halt nur zum Boden gesehen. Ne? Tschüss und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.